Ah, fuck, falsch. Okay, so. Moin Leute, was geht? Ich lebe. Der Stream, er läuft. Das ist unglaublich. So, das habe ich seit 2 Tagen nicht mehr gesehen. Ich liebe YouTube-Server, sie sind wunderbar. Auf jeden Fall, willkommen zur neuen Folge. Pokémon. Soul Silver Hard Randomizer. Heute ist der Plan, dass wir die zweite Arena-Leiter machen. Den komischen Käferficker, keine Ahnung, mit RPG verbrennen. Obwohl er noch keine Feuerattacke hat. Oh mein Gott, doch einen Feuerattacke. Alter. Oh mein Gott, er hat doch eine. Ja, dann mal gucken. Mal gucken. Achso, ja, der Brunnen steht auch noch an. Moin Niki. Azalea City. Meine nicht vorhandene Heimat. Och du Keck, Alter. Halt dein Maul, ich will keine Fleckmann-Route essen. Okay, muss ich erstmal hier rein. Hallo. Wer bist du denn? Oh, Elias, du also. Bist du hier, weil du willst, dass ich ein paar Bälle für dich erstelle? Tut mir leid, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Keine Sorge. Du stehst besser, wenn nicht. Ich werde mich kurz fassen. Team Rocket missbraucht unschuldige Pokémon für ihre Schandtaten. Diese Typen sind einfach das Letzte. Sie hatten sich eigentlich vor 3 Jahren aufgelöst, aber nun. Naja. Genau diese Bande schneidet jetzt den Fleckmann im Brunnen die Routen ab und verdient sich damit eine goldene Nase. Aber ich gehe jetzt zu ihnen und erteile ihnen eine fette Lektion, Alter. Halte durch, Fleckmann. Der alte Kurt eilt euch zur Rettung. Ich glaube fest daran, dass der Typ einfach abgestochen werden würde im Real Life. Literally. Okay, Lieben. Aprikokse kann ich noch einpacken. Keine 5 Sekunden. Der wäre tot. Literally. Aber jetzt ist der Typ jetzt hier weg. Gut, schnell runter. Ich komme. Ui. Alter. Da ist der Typ. Gesund. Oh, du bist es, Ellie. Woher kennt ihr überhaupt meinen Namen? Literally, egal. Die Wache oben hat sofort das Weiße gesucht, als ich die zusammengeschrien habe. Aber ich bin in den Brunnen gefallen und hab mir die Hüfte geprellt. Tja, und jetzt sitze ich hier fest. Verfixt, wenn ich laufen könnte, würde ich diesen Typen mit meinem Pokémon zu Kleinods verarbeiten. Gute Anspielung, by the way. Aber es nützt nichts, Ellie. Du wirst ihn an meiner Stelle zeigen müssen, wer der wahre Trainer ist. Was? Digga, ich hasse. Warte kurz. Ich find's sehr lustig, wenn Leute niesen. Tschüss, Alter. Das war ja noch Low Power bei mir. Normalerweise wäre das Earwrap, wie ich riese. Ja, genau, wie ich niese. Das ist so, ja. Keine Ahnung, Atombomben-Warnsirene kann einpacken. Ich niese, die Sirene ist kaputt. Ich find's auch schön, dass dieser Typ einfach irgendwie 30 Meter den scheiß Brunnen runter ist. Wer hat das überhaupt geschafft? Nee, ist kein Nuzlocke. By the way, morgen, Marcy. Ich hab keinen Bock, dass ich die Pokémon nicht benutzen kann und so. Ich hatte meinen Nuzlocke von Johto gemacht, aber da hat mich irgendein Amorita aus der Liga einfach zerknallt. Zu funny. Und die ist auch schon der erste Typ. Mal gucken, was er für Pokémon auspackt. Rocket Rübel. Togepi und Weberak. Was ein Legendenteam. So, erstmal kleine Hexe in Alter. Ich habe Angst. Sobald es Level 30 ist, ist Mord.
Aber darauf habe ich schon richtig Bock, Alter. Nice, Wilbarak ist down, let's go. 69 ist B. Oh mein Gott, Turgebiet zieht Raphael an. Wow. Erstaunlich, dass der Typ echt scheiß Pokémon hat. Ich hab vergessen, dass Lebensschuss nicht auf... Oh Gott, nicht auf Flug-Pokémon geht, weil es Boden ist. Er schießt das literally. Das ist so eine Frage, die ich habe. Er schießt literally Leben. Wie kann ein Flug-Pokémon einfach davon gar nicht getroffen werden? Das ist so... Pokémon-Logik. Es ist Erde, deswegen, selbst wenn es getroffen wird, hat es keine Wirkung. IQ 3000. So, der Typ ist down. Alter, hier, Abkürzung einfach. Oh mein Gott! Da sind die Typen. Fleckmänner, was? Die Armen. Aber I mean, sie leben noch. Also, ich habe irgendwie immer Schlimmeres erwartet, bin ich ehrlich. Alter. Ich glaube, es wird noch ein paar andere Pokémon leveln. Fuck. Falsches Pokémon. Egal. Oh, sogar Crit. Tschüss, Alter. Ich habe Angst vor dem Rivalenkampf. Oh, das ist auch Crit, nice. Ich glaube, der Typ kommt einfach und sticht mich ab. Oh mein Gott, ist so. Ist halt so. Armin ist so schon. Sieht schon ganz cute aus, bin ich ehrlich. Aber sein Körper wird mit Rasierklingen-ähnlichen Blättern zerstört. Ist so. Das ist halt einfach so. Yo, super Trank, let's go. What? Nick, er hat sich vor einem Stein erschrocken. Niki, was bist du für ein Keck, Alter? Guck mal, RPG. Was hast du zu sagen? RPG hat sich vor einem Stein erschrocken. Alter, was ist das für Kecks, Alter? Oh mein Gott, ein Stein! So, der nächste Typ, Alter. Sorry, ich dachte, das wäre meine Mutter. Ey, Alter. Digga, hast du mal die Steine angeguckt? Das ist eine Beleidigung für die Steine, Alter. Digga, tu den Stein das doch nicht an, Alter. Wie dies an Flummel. Zack. Mal gucken. Ich finde die Animation von Nebenschuss immer so cool, weil die einfach literally daneben geht. Ich will gar nicht wissen, wie das in der Stadt wäre. Generell ist das eigentlich gefährlich. Das ist so Feuersturm in der Scheißstadt. Raphael macht einfach Lehmschuss und wie in der Animation ist einfach irgend so ein Scheißhaus ist einfach dreckig. Der Typ kann einpacken. Digga, wo zieht er hin, Alter? Was ist mit dem Typen, Alter? Der aimt wahrscheinlich auf den Flugzeug im Fach bis in der Höhle. Der aimt wahrscheinlich auf Nikis Mutter. Ach nee, das ist die Höhle.
Animate. Gut, so. Lebensschuss auf Radfratz. Entweder hat Raphael zu viel getrunken oder zu wenig getrunken, bin ich ehrlich. Oh, dieser Damage. Ja, du machst bei der Glut und du machst Tackle in Taubisch. Taubisch. Taubisch Arsch. Boah. Taubisch Arsch. Du bist zu stark. Deine Pokémon sind scheiße. Die sind Level 12, Alter. Da war so ein Typ vor der ersten Arena, der hat meine Mutter zerfetzt mehrmals. Und dieser Keck kommt hier an mit seinen Scheiß. Scheiß. Literally. Ein Fäcker mit abgeteilter Route. Huch, es tritt einen Brief bei sich. Willst du lesen? Wieso ist das ein Brief? Bitte kümmere dich gut um Opa und das Fäckmann, während ich weg bin. Danke, dein Papa. Och, der Keck, Alter. Hat er die Kleine da mit dem Kurt einfach da allein gelassen? Wo ist der Typ hin? Yo, Chalelos, let's go. Schnell fürchten. Digga, die Arme. Das arme Fleckmann, Junge. Fleckmann mit abgetrennter Rute. Aber cooles Easter Egg. Und wieso hat er überhaupt den Brief mitgenommen? Achso, ja, jetzt ist der Typ dran. Was willst du von mir? Balti Rocket fürchtet über mich als ganz besonders grausamer Trainer. Ich werde nicht zulassen, dass du uns bei unserer Arbeit in die Quere kommst. Der Typ, Alter. Porsche und Lenz. Wadribi. Jetzt gibt's Mord. So, Glut. Wadribi und Donnerschock auf Hut Hut. Boom, Junge. Wow. Kann ich nochmal den Fakt erwähnen, dass ich literally schon, wenn ich den Nuzlocke gemacht habe, vor der ersten Arena gestorben wäre? Hut Hut ist jetzt tot. Jo. Arsch, das Lebensschelle. Egal. Oh, Glas 16. Mein stärkeres Pokémon. Wurde verbrannt. Das macht ja gar nichts. Das macht jetzt richtig viel. Ja, einfach so Unterschied zu so 0 oder 100. Nein, das knallt einfach fucking Donner auf die Pflanze, Alter. Yo, hier. Wow, 1 KP, Junge, let's go. Wieso konnte man hören, dass ich trinke? Ach, ich muss mein Mikrofon mal recht einstellen. Alter, jetzt wird er. Jetzt kommt er. Superschall brauche ich. Nee, war Ultraschall brauche ich. Superschall ist Verwirrung. Metallsound kommt weg. Oder? Trink nicht so laut. Digga, normalerweise habe ich Mikrofoneffekte, Digga. Da kann ich hier rumschreien, aber man hört mich nicht. ...1280 × 720, was? Hehehe. Ja, es stimmt. Die Wirkung wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit still und leise im Untergrund vorgesetzt. Du kannst uns vielleicht das Leben schwer machen, aber aufhalten würdest du uns niemals. Alles, was du tun kannst, ist im Schrecken auf das zu warten, was wir weiter im Schilde führen. Alter, diese Kicks. Ach, Digga. Dieser Krankenwagen auch den fucking Dings runter? Brunnen runter, Alter. Ich stelle mir das so funny vor. Gute Arbeit, Alter. Die Typen von Team Rocket haben Reis ausgenommen. Mein Öffnung ist auch wieder besser. Lass uns gehen. Jo. Hallo Ellie, das war wirklich eine ganz Leistung.
Ja, aber das wurde schon mal gesagt, aber vor 3 Jahren hat ein Junge namens Roti Rocket zu erschlagen. Aber jetzt scheint diese Widerling ja ein Comeback auf Beine zu stellen. Das heißt gar nichts Gutes. Aber vergessen wir es fürs erste Mal. Du gefällst mir, Ali. Es wäre eine Ehre für mich, für einen Trainer wie dich Bälle anfertigen zu dürfen. Nach einem behinderten alles habe ich mich entschieden, ihn jetzt aufzunehmen. Ich muss das irgendwie zusammenschneiden, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir jetzt die Arena. Sie wird sehr schön, weil zum Glück habe ich RPG und zum Glück hat er Glut mittlerweile. Ich weiß, letzte Folge hatte er erst Glut am Ende gelernt. Das sollte mich eigentlich durchschieben wie bescheuert. Mal sehen. Ich grüße meine Mama. Niki, schön, dass du deine Mama grüßt. Naja, das kann ich nicht. Gib mir eine Sekunde. Es hat nie existiert. So, jetzt bin ich ready. Okay. Das ist dann dieses Rätsel. Ich will geradeaus. Dafür muss ich diesen Finger nehmen. Big Brain Moment. Das ist die Intelligenz. So, der erste Trainer. Den Typen lasse ich aus, weil gerade geht es mit meinem Level echt gut. Und ich möchte mehr sterben. Das ist literally ein Fakt. Also. Muss man nicht verstehen. Ich hab vergessen. Ja, Niki? Hä, du siehst nichts. Meine Kamera ist an. Der Typ ist weg. Du musst meine Kamera öffnen. Oder ist das Fakt? Jetzt. Oh. Es tut mir so leid. Also, ich fand's auch schön, dass ich gesagt habe, Feuer-Pokémon, es ist ein Randomizer. Ich bin literally so aus dem Mindset von der Randomizer raus, dass ich vergessen habe, dass das keine Käfer-Arena mehr ist. Das ist so ein Haufen, kommt Raphael rein. Das ist mir schon bei der ersten passiert. Und ich finde das so funny. Egal, nein, es macht Donnerschock, Alter. Barsch war's. Tot für immer. Das Ding hat eigentlich nie gelebt. So wie ich. Leider heilt sich. So, Safcon. Hast du weitere Probleme? Es geht gar nichts im Leben. Mann, ich will nicht mehr, Alter. Fühlst du meinen Schmerz? Durch den Monitor. Fühlst du ihn? Ich wünschte, es würde einmal gehen. Einmal. Da könnte das nicht sein. Okay, Ultraschall auf Safcon. Ja, ich mache Wasserattacken auf Elektro-Pokémon. Das funktioniert, aber es ist so cursed. Ah, fuck. Lebensschelle. Tickle of Raphael, let's go. I mean, ich könnte einfach. Der Kampf ist auch easy. So, Beine rausnehmen. Pichu ist down. Oh, wow, Paar auf Raphael, Alter. Dafür wurde seine Mutter umgebracht.
Ultraschall geht daneben. Oh. Was hat der Mampfaxo, Alter? Geht das? Ist das besser? Oh Gott. Lebensschuss, Mamfaxo. Du machst jetzt endlich Saftkontor. So. Es geht daneben! Ach Gott, Alter. Oh mein Gott, Mamfaxo kann riechen. Er hat mein scheiß Typen gerochen. Wieso ist man Faxo Level 16? Wenigstens hat Linus endlich getroffen. Er heilt sich. 1 KP. Raphael, bitte greif an. Der macht Schnarcher. Es geht daneben. Digga, es geht daneben, Mann. Digga, wieso? Wieso? Die 5% Chance. Ich brauche Rente. Wunderschock. Bitte Line up. Ich verdrück mich auch noch. Gut. Wow, macht das viel Damage, Alter. Line, es packt richtig aus. Oh mein Gott. Sonnenlicht. Wait. Er hat Solarstrahl? Wieso hat er Solarstrahl? Bitte tötet ihn nicht. Ich möchte das sehen. Oh nein. Bitte. Niki, kill ihn nicht. Wieso hat er Solarstrahl? Was mache ich in meinem Leben falsch? Oh, leider ist er tot. Digga, die anderen haben Flammenblitz, Feuersturm oder so eine kacke Explosion. Und da kommt so ein scheiß Mamfaxo, so ein komischer Bär an, Alter. Und der macht einfach scheiß Solarstrahl. Digga, ich... Oh. So, ich gehe mal zu den... Zwei hässlichen Gurts da. Ob das Bidas? Wow. Das Rätsel ist sehr kompliziert, yes. I mean, als Kind weiß ich noch, da habe ich mir so gedacht, so, was ist das für eine Scheiße? Ich bin einfach immer irgendwo lang. I mean, es hat funktioniert, das ist Pokémon, aber so Kind, so Brain nicht vorhanden, literally. Welt. Du machst Glut auf Radfratz, du tötest das Schwalb. Respekt an ihn, er hat eine gute Attacke. Flügelschlag. Kann man manchmal machen. Aber er wurde gegrillt. Lecker Abendbrot. Lehmschelle. Natürlich wieder auf Linus. Linus macht das. Das ist ein fliegendes UFO, Alter. Technologie 8000. Oh, ein Shinux. Was ist das? Hunde-Pokémon 27? Ist es ein Hund? Oder ist es sogar? Ich bin durch. Ich bin absolut durch. Selbst noch, es sind 5%, Mann! Wieso hat überhaupt jeder die Lebensschelle? Nur so als Frage, wieso hat jedes Pokémon Lebensschelle? Wow. Linus packt aus, heilt sich.
Lebensschuss ist lehmig. Das ist genauso wie Raphael und sein scheiß Lebensschuss. Gut, wenigstens sind die Girls tot. Tot, Digga. Mord. So. Der Kampf wird kampfig. Ich heile dich. Ich mach das jetzt schon mal. So, Paraheiler auf Raphaelu. Denn ich habe einen Übertrank, das ist sehr cool. Trank, ja, das passt sogar so. Wird einfach so reingehen. Gut. Bei mir hatte der Renner der Entermag, nein, heilige Kacke. Bei mir hat er, ich wollte gerade sagen Zwieback und Zwiebel. Ja, schöne Pokémon. Sonnenkerne vielleicht, ja, das an den habe ich gedacht und wollte Zwieback sagen. Sonnenkerne und Zwieback ist genau das gleiche. Egal, wir haben endlich den Arenaleiter erreicht. Mal gucken, ob der Pain wird. Raphael, RPG und Linus gehen erstmal rein. Linus, der wird, keine Ahnung, Tech-Tipps machen und 5000 Euro Prozessor auf seinen Fuß fallen lassen, damit er tot ist. Kai. Oh, Pixie Barsch war. Glut und Donnerstock auf ihn. Das sollte möglich sein. Als ob der Kacktyp Konfusstrahl hat, Digga. Wie soll den Typen nehmen, Jelle? Es geht daneben. Was? Hä? 100% ist es daneben gegangen. Nein? Ausrufezeichen? Nein. Konfusstrahl auf RPG. Beide sind jetzt verwirrt. Lebensschelle auf Linus mal wieder. Linus ist halb tot. Genauigkeit sinkt weiter. Er trifft den Donnerschock. Den ersten hat er natürlich verfehlt. Es reicht nicht. Digga, beide sind jetzt verwirrt, Digga. Das ist so ein guter Start in diesem Kampf. Genauigkeit sinkt. Wow, hat sich echt gelohnt. Du machst Tackle auf Barschwar. Linus muss raus. Ich pack einfach Niki rein. Niki kommt, packt Messer aus. Und dann gibt's Mord. So die einzige Option in diesem Fall. Lebensschelle geht zum Glück daneben. Dank der von RPG verursachten Rauchvergiftung. So, du versuchst wieder Barschwar zu killen. Anyway, du machst Tackle auf Pixie und Niki nimmt beide raus. Eissturm? Woher? Friert doch gleich Niki ein, Alter. Wirklich jetzt. Gefriertrockener Effekt. Lilith sinkt, das kann man machen. Lebensschelle auf RPG. RPG lebt gerade so noch. Das ist so hart, Alter. Nicht mehr verwirrt. Pixie bekommt 3 KP. Das werden ja weniger als 3 KP. Wieso ist der überhaupt Level 22? Das fällt mir jetzt erst auf. Das war ein Crit, der hat die Hälfte, nicht mal die Hälfte sind Leben noch. Ein Crit, der hat 5 Pokémon. Stuhl ist ausgerüstet. Digga, RPG, ich sacrifice ihn. Der kann gerade hier gar nichts machen.
Sepetzi. Das macht nichts. Rückkehr. Aua. Wieso macht das so viel? Das ist so ein kleines Keck-Pokémon, Mann. Graziola ist nur da, damit ich Niki heilen kann. Trank. Niki. Und Niki versucht einfach mit Rasierblatt alles niederzukloppen. Das ist Strat. Er hat sein Pixie geheilt. Sein Pixie hat mehr Leben als meine ganze Familie. Wenigstens sind seine anderen Pokémon garbage. Da macht er wirklich jetzt Glaciola Spam Sandwürfel auf Pixie. Normal sind die auf 17, 15 und 15. Die sind alle auf 20 und der Typ ist 22. Ich wollte gerade sagen, der ist älter als meine Mutter, aber das kommt nicht gut. Das kommt gar nicht gut. Kommt Nick erstmal Schellen in die Fresse. Pixie hat bald keine Genauigkeit mehr. Die Gefahr von diesen Dingen verringern. Das macht halt gar kein Damage. Käferbiss, das könnte Niki sogar echt schaden. Weiter auf Pixie. Und Niki würde ich sogar heilen, diese Runde. Ich hab grad. Zurückspulen bitte. Technologie, wo ist sie? Trickbetrug? Okay. Nein, Niki! Nein, nicht tippen! Graziola heilt diese Runde, Niki. Ja, keine Ahnung. Deine Liebe. Also was? Das ist so fetter Kampf, Alter. Ich bin so dein Trainer und ich schieb dir einfach Metz in die Fresse, während du verprügelt wirst. Literally, das ist die Situation gerade. Du bist geht daneben. Rasierblatt. Rasiert. Damage ist nicht geil, aber man kann man machen. Lieber bis auf Graziola. Graziola tankt das. Graziola macht jetzt Sandwürfel wieder. Und er knallt einfach drauf. Niki. Solange Charloco Graziola priorisiert, ist alles gut im Leben. Das läuft. Scheiße, Digga, auf Niki. Kollateralschaden, aber muss sein. So, jetzt kann ich wieder heilen. Ich bin so ein ekelhafter Trainer, das kann man eigentlich gar nicht verkraften, bin ich ehrlich. Pixie ist bald tot, Charloco auch, gut. Kieferbiss geht wieder auf Niki. Okay, Graziola packt aus, Tackle auf Pixie. Ich finde schön, dass Graziola schneller ist als Niki. Graziola ist fanaten Pixie wegen Schambolzen. Das war ein KP Damage, literally. Der Ball ganz sich bewegt, was? Was? Aber Graziola kommt jetzt, Alter. Er hat noch ein Pokémon, soweit ich weiß. I mean, ich habe einen Baum auf meinem Panzer. Ich bin halt nicht schnell. Du bist nicht schnell, aber Graziola ist vom Level her ein Neugeborener. Ich finde auch sein letztes Pokémon schön, einfach Azubill. Da macht man Graziola ein bisschen Damage. Sein Team so richtig dogshit, aber ich muss tryharden, weil so ein komisches
Schallo. Wieso hat das Eissturm? Oder was das für eine Attacke war? Ach so, Niki ist ja minus init wegen den anderen Pokémon. Ich verstehe. Deswegen. Können wir kurz darüber reden, dass Azul literally 3 KP Damage an Glaceola gemacht hat, obwohl das Ding Level 20 ist? Kai ist tot. Ich habe genug Geld, um die Steuern zu bezahlen. Azul halt strong. Ja, Digga, der packt richtig aus. Wow, das war unglaublich. Du weißt völlig gut über Pokémon Bescheid. Meine Mann, wie es aussieht, habe ich noch sehr viel zu lernen. Aber gut, es war der Text. Hier hast du den Orden. Piss dich. Geh. Scheiß Trank-Spammer, Alter. Jetzt gehört ja euch die alle Pokémon bis Level 30 und du kannst das schnell benutzen und du bekommst diese Attacke. Die Attacke ist ganz cool, weil da Kehrtwende drin ist. Eine Attacke, die sogar mal nicht scheiße ist. Doch toll, oder? Oh mein Gott, Leides. Leides ist schwindlig. Digga, du bist ein scheiß UFO, Alter. Was für schwindlig. Kehrtwende geht leider auf kein Pokémon. Oh Gott, ich muss hier den langen Weg durch. Muss ich nicht. Ich bin dumm. Ich muss den hier anmachen. Bekomme ich so sofort nach unten. Ich finde den Sound cool. Tisch, tisch, tisch. Gut. Ich bekomme alles im Leben. Wieso ist da ein Schalter? Hä? Was ist es, was Leides geworden? Er ist ein Schalter. Er ist literally ein Schalter. Ich grüße meinen Papa. Liebe Grüße an Nikis Papa. Oh Gott. Ehreneder. Was ein schöner Stream. Ist so. Digga, ich glaube, das ist zu scarf sogar für mich. Ich glaube, ich muss Urlaub nehmen. RPG geht es wieder besser. Oh mein Gott, er ist nicht mehr tot. Wir sehen uns nie wieder.